Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Viele kennen mich schon, viele waren schon des Öfteren dabei. Ich hoffe, dass es technisch einigermaßen heute hinhaut bei mir, denn ich habe heute zeitweise sehr schwaches Internet. Aber bitte schreiben Sie mir es gleich rein, wenn es irgendwie nicht klappt. Ich kann es sehen. Ich bin 51 Jahre alt. Bin ja schon eine Zeit lang jetzt dabei bei Skyway und das mit großer Begeisterung und zwar als Investorin. Ich gehöre nicht zur Firma und ich gehöre auch nicht zu Skyway Capital. Aber ich habe eben diese Aufgabe übernommen, dieses Webinar zu sprechen. Skyway, diese Transporttechnologie, dieses Webinar besteht aus vier Teilen. Und zwar aus dem ersten Teil, da geht es einfach um die Transporttechnologie an sich, die Skyway-Transporttechnologie. Im zweiten Teil geht es darum, warum ist es interessant, Skyway-Investor zu werden. Im dritten natürlich die letzten Neuigkeiten aus der vergangenen Woche. Es gibt ja immer irgendetwas Neues dazu. Und im vierten Teil werde ich dann wieder Ihre Fragen, soweit sie vorhanden sind, versuchen zu beantworten. Ich nehme jetzt wieder mein Bild weg, die Webcam. Schon aus dem Grund, dass es ja nicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt mit den. Was ist Skyway? Was ist diese besondere Transporttechnologie? Diese Skyway-Technologie wurde vom Erfinder Anatoly Yunitskiy seit 1977 entwickelt und auch patentiert. Das heißt, er arbeitet bereits seit fast 40 Jahren an dieser wirklich außergewöhnlichen Transporttechnologie. Sie zeichnet sich besonders aus durch die Vielfalt des Design- und Technologie-Know-hows, aber auch durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Man sieht das eben auch schon an diesen Fahrzeugen, die sehr designt sind und sehr, ja, futuristisch aussehen. Anatoly Yunitskiy selber ist für mich eine ganz besondere Persönlichkeit. Er ist der Autor von 140 Erfindungen. Davon wurden 30 seiner Erfindungen umgesetzt in der ehemaligen UdSSR und zwar mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist zudem der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Was ist eine Monographie für diejenigen, die das noch nicht wissen? Das ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit einem Gegenstand befasst. Yunitskiy ist zudem Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das seit 1986, also auch Raumfahrt ist sein Thema, und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000. Er ist, wie gesagt, schon eine besondere Persönlichkeit. Zudem ist er natürlich noch der Erfinder und der Chefingenieur der Skyway String Transportsystems. Nun, warum ist denn diese Skyway Transporttechnologie für uns so interessant? Wir kennen ja mittlerweile sehr viele Transportsysteme, sprich Eisenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Flugzeuge, was weiß ich alles. Warum sollen wir uns noch mit einer weiteren Transporttechnologie auseinandersetzen? Nun, Skyway hat viele Vorteile. Es ist ein modernes und vor allem ökologisches, angepasstes an alle Umgebungen und sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Zweite Ebene heißt nichts anderes, wir sehen es hier schön in der Mitte auf dem Bild. Es ist nicht unten auf der Erde, sondern es hindert uns nicht, weil es sich oben in der Luft bewegt. Und zwar auf einem Schienensystem. Stringstruktur heißt nichts anderes wie Schienensystem. Ähnlich wie zum Beispiel eine Seilbahn, nur dass die Seilbahn natürlich keine Schiene ist. Es befindet sich in einer Höhe von 15 bis 30 Metern in der Regel. Man kann das natürlich auch anpassen, wenn es in Städte eingebaut werden muss, dass es eben sich etwas niedriger befindet. Diese Stringstruktur bietet zudem eine hochinteressante multiple Nutzung, denn man kann hier Strom, Internet und weitere für die Infrastrukturen des Landes benötigte Leitungen mit einbauen. Wir werden das später noch genauer sehen.
Warum brauchen wir diese Technologie? Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Gründe. Einerseits natürlich ein ganz wichtiger Grund, das ist die Ökologie. Das heißt, die Sparsamkeit, die Naturverbundenheit dieses Systems. Wir haben dank dieser Bahn eine wesentlich reduziertere Schadstoffemission, weil sie erstens mal mit Elektrizität betrieben wird und sehr, sehr sparsam ist im Verbrauch. Hören wir auch noch mehr dazu. Hohe Sicherheit ist ein wichtiger Faktor. Einerseits, es befindet sich in der zweiten Ebene, das heißt, die Kollisionsgefahr ist schon mal ausgeschlossen. Sie kann hier nicht mit Autos, Fußgängern, Radfahrern oder was weiß ich, wie die Straßenbahn mit irgendwelchen anderen Sachen kollidieren, denn sie fährt oben und das mit einer ziemlich zügigen Geschwindigkeit. Nämlich kann diese Bahn im innerorts bis 150 Stundenkilometer zurücklegen, außerorts sogar bis zu 500 Stundenkilometer. Das ist Fluggeschwindigkeit. Sie hat zudem eine kurze Amortisationszeit. Man spricht hier von 3 bis 5 Jahren. Warum ist das so? Weil einfach die ganze Herstellung im Verhältnis zu anderen Transportarten wesentlich günstiger ist. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört von der Magnetbahn. Ich glaube, in Wuppertal ist sie auch oder auch in China oder irgendwelchen japanischen Ländern. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber diese Magnetbahn ist extrem teuer. Wenn man hier nur bedenkt, die Skyway-Bahn kostet der Kilometer ungefähr 3 Millionen und die Magnetbahn 50 Millionen. Also man sieht hier schon die Relation, kein Vergleich. Und dadurch natürlich eine wesentlich niedrigere Amortisationszeit. Und sie hat auch, wie gesagt, einen relativ niedrigen Energiebedarf. Sie ist zudem noch topologieunabhängig. Das heißt nichts anderes. Man kann mit dieser Bahn tatsächlich fast überall hin. Wir müssen nicht wie Autos, Straßen durch Berge durch, weil es nicht möglich ist, sondern man kann mit dieser Bahn auch Höhen bewältigen. Man hat verschiedene Schienensysteme, die werden wir dann noch näher uns ansehen, sodass wir in jegliches Gelände diese Bahn integrieren können, sogar ins Meer hinaus. Das haben wir, wer schon länger dabei ist, bei diesem Portsystem gut erkennen können. Übrigens mein zweites Lieblingsvideo, dieses Video mit diesem Portsystem. Und nun sehen wir hier diese Fahrzeuge. Wir sehen links im Bild oben die Schnellbahn, die Highspeed Unibus. Man sieht schon, sie ist sehr windschnittig gebaut. Man braucht natürlich dadurch relativ wenig Widerstand. Wir wollen ja wenig Energie verbrauchen. Sie fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometern. Durch dieses Schienensystem hat sie auch relativ niedrige Reibung. Eine Besonderheit ist auch eben dieses leise Fahren. Diese Bahnen bewegen sich relativ leise im Verhältnis zu anderen Transportsystemen. Sie fasst eine Kapazität von bis zu 500 Passagieren und eine Tageskapazität bis zu 1 Million Passagiere. Enorm. Sie kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometern und ihr Haupteinsatzgebiet ist natürlich die Verbindung zwischen den großen Metropolen, das heißt zwischen den Großstädten. Rechts im Bild sehen wir dann das Frachttransportsystem, das Unicar. Man kann es klar erkennen, wir sehen hier keine Fenster, die Fracht braucht keine Fenster. Diese Bahn fährt bis zu 120 Stundenkilometern, je nachdem, wie sie halt bestückt ist. Hat eine Fassungskapazität bis zu 20.000 Tonnen. Das entspricht ungefähr 10 Lkw-Ladungen. Kann eine Distanz zurücklegen, das ist auch enorm, bis zu 10.000 Kilometern. Ja, der Lkw muss seine Pausen einhalten und so weiter. Das Ganze ist alles elektronisch gesteuert. Und eine Jahreskapazität bis zu 200 Millionen Tonnen. Also irrsinnig viel. Ihr Einsatzgebiet ist der Transport von Schüttgut, werden wir gleich noch Bilder sehen. Transport von Flüssiggas, das ist auch sehr, sehr interessant. Man braucht keine Pipelines mehr, auch Erdöl könnte man transportieren, wenn man das nicht möchte. Ist auch noch billiger der Transport, wie Pipelines zu bauen, ist auch wichtig für mich. Der Transport von Stückgut, natürlich Gabelstapler und so weiter. Und der Transport von Spezialfracht, auch das ist möglich und das in dieser Höhe, sodass einfach dass einige Risiken schon ausgeschlossen sind.
Rechts unten im Bild sehen wir unser Unibike, ein Fahrzeug, das wir dann auch in Berlin sehen werden, auf der Messe. Hier gibt es verschiedene Modelle, aber eines davon wird in Berlin bei der Transportmesse ausgestellt. Es fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern und ab einer Distanz von 5 Kilometern. Hier gibt es verschiedene Modelle, wir werden noch ein paar sehen. Das größte kann gerade mal 5 Personen fassen. Und hier gibt es auch Modelle, bei denen man mittreten kann. Und links im Bild ist auch ein wichtiges Transportfahrzeug, nämlich die Stadt- und Regionalbahn oder Nahverkehrsbahn, wie man derzeit bei der Bahn sagt, das ÖBB-Bus. Auch dieses Fahrzeug soll in Berlin zu sehen sein. Hier im Bild sehen wir eins, das aus 3 Modulen besteht, aber auch hier gibt es unterschiedliche Größen. Das Einsatzgebiet dieser Bahn ist natürlich im Stadtverkehr, im Regional- oder Nahverkehr, zum Flughafen oder auf dem Flughafen oder auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Die Geschwindigkeit, die diese Bahn zurücklegen kann, liegt bei bis zu 150 Stundenkilometern, natürlich unterschiedlich, je nach Bedarf, und eine Fassungskapazität bis zu 100 Passagieren, hier natürlich auch je nach Fahrzeug. Es legt eine Distanz zurück bis zu 200 Kilometern, wir sind ja hier auch im Nahverkehrsbereich, und eine Tageskapazität bis zu 25.000 Passagieren in einer Richtung. So, das Besondere an dieser Bahn ist auch, das Ganze wird geregelt durch herkömmliche Lichtschranken zum Beispiel oder elektronische Beobachtung, Kameras und so weiter. Also das Interessante hier bei dieser ganzen Technologie ist, dass man sehr viel auch am Standardsysteme mit auf diese mit zurückgreift, sofern sie in die Technologie mit eingebaut werden kann. Und so spart man natürlich auch Kosten, ist ja auch nicht nötig, wenn ich schon ein Lichtschrankensystem kenne, warum soll man was Neues entwickeln? Ich finde das fantastisch. Also je mehr, dass ich über diese Transportart erfahre, desto begeisterter bin ich davon. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit. Wir haben ja schon gehört, ein wichtiger Faktor ist, diese Struktur befindet sich in der Höhe und dadurch ist der Sicherheitsfaktor schon um ein Hundertfaches erhöht. Aber natürlich fährt diese Bahn auch mit gewaltigen Geschwindigkeiten. Also 150 in der Stadt oder 500 außerhalb der Stadt ist schon enorm und dem einen oder anderen wird dann schon schwummerig dabei, denke ich mal. Also bei mir war das schon so. Aber man hat das Ganze natürlich sehr gut abgesichert und hat hier ein spezielles Anti-Entgleissystem entwickelt. Und dadurch wird die Sicherheit nochmal um ein Vielfaches erhöht, nämlich um das Zehnfache. Wir sehen hier diesen weißen Kreis und hier sehen wir dieses Spezialrad. Dieses Rad läuft seitlich mit und fängt hier eben dieses Rad, auf dem die Bahn eben angebracht ist, dann ab. Wir sehen hier schon einen Querschnitt der Stringschiene. Die werden wir uns nochmal genauer ansehen auf dem nächsten Bild. Hier ein kleiner Abschnitt dieser Stringschiene. In der Mitte sehen wir hier dieses Bündel vorgespannter Stahldrähte, den String. Dieser String ist umgeben mit einem Befestigungsmodul oder Befestigungselement und hier an der Seite ist dieses Befestigungselement befestigt an dem äußeren Schienengehäuse. Und hier hat man das Ganze noch aufgefüllt mit Spezialbeton. Und hier könnte man auch zum Beispiel diverse Leitungen mit integrieren. Obenauf sehen wir dann zum Beispiel diese Stahlkopfschiene, auf der die Hochbahn fährt. Und das Besondere ist auch hier, man hat ja relativ geringe Reibung. Und durch diese geringe Reibung auch wenig Widerstand und dadurch spart man natürlich ein Vielfaches an Energie. Hier eine interessante Formel dazu. Wenn man diese Bahn, diese Schnellbahn, die außerorts zum Beispiel bis zu 500 Stundenkilometern zurücklegt und auch ein Gewicht hat von 5000 Kilogramm oder 5 Tonnen, wenn man die mit 450 Kilometer pro Stunde fahren lässt, dann müsste man mit einem LKW oder mit einer Pneumatiktechnologie, Luftreifentechnologie,
müsste man 1100 Kilowatt an Energie aufbringen. Hier für diese Bahn braucht man gerade mal 9,2, jetzt hängt er wieder an meinem Teil, 9,2 Kilowatt. Also ist schon enorm. 1100 zu 9,2 Kilowatt. Und das bei einer Geschwindigkeit von 450 Kilometern und 5 Tonnen. Rechts im Bild sehen wir verschiedene Stringsysteme. Es gibt verschiedene Stringstrukturen. Das oberste hier oder auch hier kann man Geschwindigkeiten zurücklegen bis zu 150 Stundenkilometern, denn die obere ist flexibel. Man sieht auch schon viel dünner, ähnlich wie bei einer Seilbahn. Es kommt halt auf das Gelände an, wo man das Ganze gerade einsetzt und was man gerade hier braucht. Und hier, wie gesagt, kann man bis 150 Stundenkilometer zurücklegen. Das Ganze ist komplett flexibel. Hier haben wir eine halbstarre Konstruktion. Da sehen wir gleich noch ein schöneres Bild dazu. Das ist so ähnlich wie eine Hängebrücke auch aufgebaut. Hier nützt man auch die Gravitationsmotortechnik dazu. Komme ich gleich noch dazu. Auch hier bei dieser halbstarren Konstruktion nur bis zu 150 Stundenkilometern. Und die untere Struktur, das ist die starre Konstruktion der Stringschiene. Man sieht es hier ganz klar. Das ist natürlich für Überlandfahrten gedacht. Hier könnte man auch gut eben diese Technologien, die man für die Infrastruktur braucht, mit integrieren. Links sehen wir noch, Moment, da mag mich nicht mein Pfeil. Hier sehen wir noch das Element für die Hochbahn und hier ein Element, wie die Hängebahn integriert wird. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ich komme noch näher auf das Modell, nämlich die Hängebrücke an. Was ist hier so Besonderes? Das Ganze kann insgesamt bis zu 2 Kilometern Distanz genutzt werden. Ja, ein Beispiel in der See draußen oder im Meer. Hier hat man eine Distanz von 1000 Metern. Wie gesagt, möglich von 500 bis 2000 Metern. Und hier nutzt man ganz klar die Gravitation aus. Die Gravitation ist nichts anderes wie die Schwerkraft. Das heißt, man nutzt hier diese Technologie, damit man keine Energie braucht, nach unten aus die Schwerkraft. So braucht man keine Energie aufwenden, um nach unten zu fahren. Und man braucht so gut oder relativ wenig Energie, weil man hier die Schwerkraft wieder ausnutzt, also Widerstand zum Bremsen. Und so kann man eben die Gravitationsmotorbremse sehr gut nutzen. Also ein Beispiel, wie man mit dieser Technologie sehr stark eben Energiereserven einsparen kann. Hier haben wir Querschnitt dieses Spezialrades, das verwendet wird. Und hier sehen wir ein Hängetransportfahrzeug, das eben mit Stück gut beladen wird, mit dem Gabelstapler. Hier wird es beladen mit Schüttgut, Kohle zum Beispiel. Hier wird es eingeladen, auch ein Hängemodell. Und hier wird eine Hochbahn beladen mit Schüttgut. Das sogenannte Cargo-System oder Transportsystem für Lasten. Und hier haben wir ganz schön aufgelistet einige der sehr interessanten Unibikes. Also es gibt eine Vielzahl, ich kann Sie beruhigen, es gibt noch mehr. Hier die 3, 1 bis 3. Das ist einfach, sind Modelle, hier kann man nicht mittreten. Eine Person, zwei Personen, drei Personen. Und hier haben wir zwei Modelle, 1 bis 2 Personen. Hier kann man sich sogar körperlich betätigen. Das heißt, man verbindet hier einfach die Merkmale der Verkehrssysteme mit Sport und Freizeitbeschäftigung oder Sport und Freizeitentertainment. Und hier kann sie beruhigen, die fahren dann mit bis zu 120 Stundenkilometern. Also hier ist nichts mit, ich überhole dich mal schnell, weil ich sportlicher bin wie du. Das Ganze wird natürlich wie bei einem E-Bike mit Elektronik unterstützt. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptprojekt derzeit, den Öko-Techno-Park.
Dieser Ökotechnopark hat im Moment eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und zwar dient er der Präsentation und der Zertifizierung. Zertifizierung ist nichts anderes. Man wertet damit sein Unternehmen auf, weil man alles nachweist, was einfach so vorhanden ist. Eben alles muss schriftlich fixiert werden. Selbst der kleinste Papierschnipsel muss irgendwo niedergeschrieben werden. Ich habe sowas schon mal erlebt bei meiner früheren Firma. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Aber es ist wichtig, damit ein Unternehmen aufgewertet wird. Aber natürlich ist es auch ganz besonders wichtig für uns, deshalb sage ich das jetzt zum Schluss, zum Präsentieren. Zum Beispiel, ich möchte mir ein neues Handy kaufen oder ein neues Auto. Völlig egal. Irgendein Produkt, das Geld kostet. Ich sehe das vielleicht in der Werbung und sage, man, das sieht aber gut aus. Dann gehe ich natürlich nicht her und kaufe mir vor allem nicht das Auto irgendwie im Internet, sondern ich schaue mir das Ganze erstmal an. Ich fahre zum Beispiel zum Händler, schaue mir das an beim Auto. Ich möchte es auch mal Probe fahren. Ich möchte es Probe sitzen. Ich möchte mir die Instrumente genauer ansehen und so weiter. Und natürlich bei so einer großen Technologie, dieser Transporttechnologie, ist das natürlich auch notwendig. Denn ein Land oder auch eine Privatperson, die finanziell packen kann und so eine Bahn irgendwie bauen möchte, die schaut sich das Ganze natürlich erstmal in der Realität an und sagt, okay, das funktioniert tatsächlich so, wie es versprochen wird. Jetzt ordere ich dieses Projekt, jetzt ordere ich diese Bahn oder dieses Modell. Und hier in diesem Ökotechnopark, der übrigens mit 300 Millionen US-Dollar veranlagt wurde, sehen wir hier im hinteren Bild die Transporttrasse oder die Fracht- und Transporttrasse. Nichts anderes, hier im hinteren Bereich wird man dann demonstrieren, wie man belädt, und hier demonstriert man natürlich, wie gefahren wird. In der Mitte sehen wir dann die Stadt- und Regionalbahn. Hier sehen wir auch ganz deutlich, ist das Hängebrückenmodell mit eingebaut. Und hier haben wir zwei Kurvenmodelle. Warum braucht man diese Kurvenmodelle? Weil das Ganze in der Regel nur geradeaus sich bewegt. Möchte man Kurven fahren, muss man solche Kurven mit einbauen. Wir haben vielleicht in den Videos schon gesehen, in der Stadt kann man das natürlich sehr gut auch integrieren in Zusteigemöglichkeiten, in Türme, die einfach dann innerhalb dieses Turms kreisen, um dann in die andere Richtung zu fahren. Also hier gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Eine Möglichkeit zeigt man natürlich hier in diesem Öko-Technopark. Hier haben wir das Präsentationsgebäude. Hier werden auch Miniaturausführungen vorhanden sein und das wird auch später als Museum dienen. Und hier vorne ist natürlich die Hochgeschwindigkeitstrasse oder auch die Stadtregionalbahn kann hier mitfahren. Diese vordere Trasse ist sehr interessant für uns. Die war ursprünglich veranlagt mit 30 Kilometer und konnte um fast 15 Kilometer verkürzt werden, eben genau wegen dieser Gravitationsmotorbremse. Warum? Man muss natürlich, wenn man diese Geschwindigkeit demonstrieren möchte, man muss starten, man muss fahren und man muss bremsen. Und bei dieser Geschwindigkeit braucht man natürlich etwas Weg. Und so hat man ausgerechnet, braucht man circa 30 Kilometer. Aber dank dieser Gravitationsmotortechnik, die man hier ausnutzt mit, konnte man das Ganze eben auf, glaube ich, 15 bis 16 Kilometern verkürzen. Und wenn man bedenkt, dass ein Kilometer zwischen 2,5 und 3,5 Millionen kostet, war das natürlich eine riesige Ersparnis für den ganzen Ökotechnopark. Und was hier ganz besonders ist, das hört man selten, meistens wird es teurer als veranlagt, hier hat man bis dato schon ungefähr 45% der Kosten, die veranschlagt wurden, einsparen können. Natürlich spielen hier auch noch andere Faktoren mit rein, Weiterentwicklung der Fahrzeuge und so weiter. Aber das finde ich ganz besonders interessant. Man hat hier in dieser Strecke 19 Pfeiler eingebaut und vorne hier haben wir einen Ankerpfeiler, der zugleich dann auch als Bahnhof dient. Also man kann die Ankerpfeiler, die immer zur Stabilisierung mit eingebaut werden müssen, dann auch immer gut als Bahnhof, das heißt als Zusteigemöglichkeit mit integrieren. Hier rechts im Bild haben wir wieder die Hochbahn, die Hängebahn und hier hinten die Hängebahn als Transportmodul.
Und hier haben wir auch als Besonderheit integriert diese Informations-, Kommunikations- und Energieversorgungstechnik. Also auch ganz besonders interessant. Wo befindet sich dieser Park? In Mariana Horka. Das ist in der Nähe von Minsk. Man hat diesen Standort ganz gezielt gewählt, weil er einfach verkehrstechnisch sehr gut erreichbar ist, sehr gut eingebunden ist. Das ist bekannt für dort. Und es befinden sich dort sehr viele hochrangige Wissenschaftler, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wenn man so ein Projekt eben erstellen möchte. Und hier haben wir ein ganz wichtiges Dokument. Und zwar, es gibt in Russland ein Verkehrsministerium, wie in jedem anderen Land auch. Und dieses Verkehrsministerium wurde viele Jahre lang bearbeitet von Junitzki. Es wurde ihnen immer wieder seine Technologie vorgestellt. Und er hat es jetzt endlich erreicht, nach 15 Jahren Kampf, dass seine Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie anerkannt wurde. Das heißt, der wichtigste Schritt in die Verwirklichung seines Traumprojektes. Und das Ganze wird hier eben in Russisch natürlich geschrieben. Wir müssen das nicht wissen, wir müssen nur wissen, was einfach hier festgelegt wurde. Und das war natürlich dann auch der Startschuss, dass in Russland ein Pilotprojekt gestartet wird. Aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt, meiner Meinung nach für den Westen, für uns und auch für uns Investoren noch viel wichtiger, ist dieses Projekt hier in Australien. Wir sehen hier rechts im Bild Rod Hook, eine ganz interessante Persönlichkeit. Rod Hook war Verkehrsminister in Australien bis vor 2 oder 3 Jahren, wurde dann wegen einer ja etwas unschönen Geschichte abgesetzt, aber er war sehr, sehr beliebt. Und was noch besonders interessant ist, er ist auch im Verkehrswesen, er hat ein eigenes Transportunternehmen. Und eine Investorin aus Weißrussland, die aber in Australien lebt, nämlich in seiner Heimatstadt, hat Rod Hook über LinkedIn kontaktiert und hat ihn ein halbes Jahr fast bearbeitet mit den Vorteilen dieser Technologie. Und zwar mit einer Zähigkeit, sodass er im vergangenen Jahr im Herbst nach Minsk reiste und sich dort selber von dieser Technologie ja, begeistern ließ oder sich einfach darüber informierte. Er hat sich so begeistern lassen, dass er jetzt in Australien eine Tochtergesellschaft gegründet hat und dort dieses Projekt, das wir hier links im Bild sehen, bauen wird. Hier wird ja, vermutlich muss ich jetzt sagen, der erste Kilometer entstehen, wenn nicht ein anderes Projekt noch schneller entstehen wird. Denn Rod Hook ist sehr rege in seiner Art. Er hat sehr viel Einfluss und er ist wirklich ständig unterwegs mit Offline-Präsentationen von Stadt zu Stadt, um diese Technologie in Australien bekannt zu machen. Zudem spricht man auch natürlich schon in der Presse, im Radio und im Fernsehen sehr viel davon. Das haben wir alles ihm zu verdanken. Aber jetzt noch kurz zu diesem Projekt in Flinders, bevor ich auf die Pressemitteilung nochmal eingehe. Flinders, das ist eine Universität, die sich hier befindet und hier drüben ist der Campus. So, sie hatten jetzt immer diese Schwierigkeit, hier haben wir eine Straße, hier haben wir eine Zugverbindung, hier haben wir auch eine Straße, die hier aufhört. Warum hört diese Straße hier auf? Weil es ist hier sehr bergig wird. Man konnte mit herkömmlichen Transportsystemen nicht über den Berg. Man musste die Studenten immer mühselig hier außen herum transportieren. Und so bot sich natürlich diese Transportart hervorragend an, denn mit dieser Bahn kann man diese 50 Meter, die nötig sind, in die Höhe. Und so wird man hier den ersten Kilometer der Bahn bauen, wenn nicht noch bis dahin noch etwas schneller ist. Denn im Moment, man hat schon angefangen hier zu planen, aber dank der Begeisterung in Australien hat man sich jetzt entschlossen, hier noch ein größeres Projekt zu integrieren, nämlich ein Parkhaus, wo die Studenten auch parken können, vielleicht sogar mit Studentenwohnheim. So ganz genau bin ich jetzt nicht ganz durchgestiegen, aber Fakt ist, dieses Gebäude muss erst genehmigt werden und deshalb verzögert sich diese Strecke im Speziellen.
Das ist aber, wie gesagt, nicht nachteilig. Hier sind übrigens die Anbindungen wieder an die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern im Gegenteil, das Projekt wird einfach nur vergrößert. Und hier haben wir einen Teil, wie es mit der Presse aussieht, Daily Telegraph, eine ganz große Boulevardzeitung. Hier hat man das Projekt in Flinders natürlich stark promotet. Man hat auch im Advertiser den Rod Hook interviewt. Radio, Fernsehen, laufend sind irgendwelche Berichte über diese sehr spannende Technologie. Und Australien wird sicherlich eines der ersten und eines der wichtigsten Projekte sein. Und das ist natürlich für uns Investoren schon sehr, sehr interessant. Denn natürlich ist auch Russland wichtig, dass dort gebaut wird, aber wir im Westen sind natürlich immer etwas programmiert. Es ist immer für uns interessanter, wenn auch im Westen was gebaut wird. Es gibt noch mehrere Projekte, aber das sind einfach diese spruchreifen Projekte schon im Moment. Und ein weiterer wichtiger Meilenstein, den ich heute schon mehrfach erwähnte, ist diese Messe jetzt im September in Berlin vom 20. bis 23. September. Am 23. September wird dann Unitsky auch selbst dort sein, auch Rod Hook wird dort sein und Unitsky wird dort eine Kurzpräsentation halten. Also wer dort vor Ort nur einen Tag sein möchte, der wähle bitte den 23. September, denn das wird der spannendste Tag. Zudem gibt es hier auch eine kleine Änderung. Viele, die schon öfter das Webinar gehört haben, werden jetzt darauf warten, dass ich davon erzähle, dass es am Samstag von Skyway Capital eine Veranstaltung gibt. Muss ich euch leider enttäuschen, diese Veranstaltung musste abgesagt werden wegen zu geringer Beteiligung. Aber es wird eine hochinteressante Veranstaltung am Abend des Freitags geben. Nämlich, man hat dort ein Dinner geplant, ein Buffet. Nähere Informationen habe ich noch nicht. Sobald ich sie habe, werde ich sie natürlich im Webinar bekannt geben oder auch in unserem Chat oder natürlich auch in Facebook, wer in Facebook vertreten ist. Diese Veranstaltung wird um 18 Uhr beginnen. Wer versucht hat, sich anzumelden für diese Veranstaltung am Samstag, wird die Information schon gesehen haben. Also bisschen Zeit noch. Wir mussten das, die Halle war einfach zu groß. Wir mussten das canceln, denn es würde einfach unnötige Kosten verursachen und das dient ja nicht unbedingt dem Projekt, wenn nicht genug Beteiligung ist. Aber ich freue mich trotzdem auf diese Gala-Veranstaltung, auf der auch Rod Hook sprechen wird. Pavorin wird sprechen, soweit ich weiß. Aber die genauen Informationen habe ich noch nicht. Also ein Grund mehr, auch am kommenden Montag wieder beim Webinar dabei zu sein. Und nun komme ich zum zweiten Teil, nämlich zu den wirtschaftlichen Aspekten. Und das interessiert uns natürlich. Warum ist es interessant, hier zu investieren? Zuallererst möchte ich noch etwas sagen. Wir befinden uns ja im deutschsprachigen Bereich und ich möchte einfach hier ganz klar absagen. Erstens mal, ich bin nur Investor, ich bin sowieso kein Garantiegeber, aber grundsätzlich bei solchen Start-up-Unternehmen kann man nie Garantien geben. Und schon gleich gar nicht ich, die nur dieses Webinar spricht. Fakt ist, es gibt keinerlei Zusicherungen und Ergebnisprognosen. Ich werde Ihnen die Prognosen sagen, aber es gibt hierfür keine Garantien. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Gewinn- oder Einkommensbeispiele sowie Prognosen über mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Erwerb von Anteilen auftreten können, lediglich Schätzungen sind und variieren. Es gibt keine Sicherheit und Gewährleistung. Kann man gar nicht, kann man bei sowas grundsätzlich nicht, könnte man auch bei anderen Sachen nicht, aber wir müssen das einfach hier an dieser Stelle ganz klar definieren. So, warum ist es für uns als Investoren interessant, bei Skyway zu investieren? Ich selber, wie gesagt, bin auch Investor, wie der eine oder andere von Ihnen, der hier zuhört oder es vielleicht gerne werden möchte. Der erste Punkt, die profitable Investitionsfinanzierung. Damit verstehen wir einfach, wir kaufen im Moment die Firmenanteile zu einem sehr, sehr niedrigen Preis, nämlich mit einem erheblichen Preisnachlass.
Und sobald das Unternehmen eben auf dem Aktienmarkt eingeführt wird, das heißt auch die Unternehmenskapitalisierung ansteigt, profitieren wir natürlich an diesen Gewinnen, ganz klar. Weil wenn ich jetzt für einen Cent einkaufe und das wird nur einen Dollar wert, dann ist das schon ein hoher Anstieg von Wert. Der zweite Punkt sind die Dividenden. Dieser Punkt wird natürlich erst interessant, wenn wir an der richtigen Börse sind. Der richtige Börsengang, dann, wenn ich von den diversen Aktien, vom externen Aktienmarkt spreche, dann schüttet das Unternehmen natürlich, wenn es Gewinne hat, auch jährlich diese Dividenden aus. Wer noch nicht mit Aktien gehandelt hat, weiß das vielleicht nicht, aber in der Regel erwirtschaftet jedes Unternehmen, das an der Börse ist, jährlich diese Gewinnprognosen. Es gibt Gewinnprognosen, dann gibt es Gewinne und anhand dieser Gewinne werden dann jährlich diese Dividenden, je nach Anzahl, wie viele Aktien das ich habe, ausgeschüttet. Wenn ich natürlich eine hohe Anzahl an Aktien habe, dann ist das natürlich schon sehr lukrativ und ich kann vielleicht davon leben. Geistiges Eigentum ist natürlich auch wichtig, dass ein Unternehmen, das irgendeine Technologie hat oder eine Idee verwirklicht, muss das Ganze patentieren lassen. Und diese Technologie, dieses Transportsystem, diese Technologie wurde auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und dieser potenzielle Marktwert ist schon enorm. Und nur ein Teil davon wird natürlich wie überall an Aktionäre herausgegeben. Kommen wir gleich dazu. Zum Thema Kooperationsperspektive, die ist natürlich auch hier enorm, denn je mehr Länder interessiert sind an dieser Technologie, desto mehr können wir mit Zuwachs, mit Kooperationsverträgen rechnen und desto wertvoller wird natürlich diese Transporttechnologie und demnach natürlich auch unsere Aktie. Und zum Thema Interessenten, meines Wissens sind schon mal 100 Länder interessiert und es gibt auch schon die einen oder anderen Vorbestellungen. So, und zum Thema Firmenanteile, wie viele Aktien oder Shares, man spricht hier von Shares, Anteilen, dürfen denn überhaupt vergeben werden? Die Firma gibt genau 15% der Werte aus und das sind gut 60 Milliarden Anteile, die jetzt im Moment etwa einen halben Cent, je nach Paket, wert sind, bis zu einem Cent, sage ich jetzt mal, und die aber hier festgelegt wurden mit einem Wert von einem Dollar. Warum betone ich das so? Weil diese Festlegung für uns Investoren sehr, sehr wichtig ist. Wir sehen es hier im Bild. Ein Dollar. Also 60 Milliarden US-Dollar, für 60 Milliarden US-Dollar dürfen diese Aktien oder diese Anteile vergeben werden. Auch wenn sie jetzt im Moment diesen Wert noch nicht haben. Hier sehen wir Zertifikate. Wird ja auch sehr viel herum spekuliert. Es gibt am Anfang, wenn wir einbezahlen bei der Skyway Capital in unserem Fall, werde ich dann nochmal die Begriffe näher erläutern, bekommen wir vorübergehend dieses blaue Zertifikat. Dieses blaue Zertifikat, wer das schon gesehen hat, wird dann irgendwann bei der Firma Eurasian Rail Skyway System Holding eingetragen. Und sobald es da eingetragen ist, wird dieses Zertifikat entwertet. Das heißt nicht, dass Ihre Aktien nichts wert sind, sondern dann ist es offiziell einfach beim Garantiegeber bei der Eurasian Rail Skyway System Holding integriert und hier in diesen Extrakt auch eingetragen. Und dieses Extrakt ist tatsächlich das allerwichtigste Dokument. Diese Dokumente sind schön anzuschauen, aber nicht zwingend notwendig. Zwingend notwendig und für jeden unbedingt gut aufzubewahren und gut zu sichern ist dieses Dokument. Das finden wir unter Zertifikate, unter Extrakt, wer schon drinnen ist. Wie gesagt, am Anfang dieses, wenn da mal Rot Candle drüber ist, könnte man dieses Dokument hier ordern bei der Firma, muss aber pro Dokument 10 Dollar Unkostenbeitrag zahlen. Man muss dieses Dokument nicht haben und auch diese 10 Dollar nicht bezahlen, denn das hier ist entscheidend. Die meisten wollen es aber, weil es einfach ein gutes Gefühl gibt. Ich habe es natürlich auch.
Ich habe noch nicht alle angefordert, aber ich fordere auch alle an. Das steht aber jedem frei. Es ist nicht zwingend erforderlich. Fakt ist aber, dass dieses Dokument entwertet wird und dann dieses hier hauptsächlich entscheidend ist. So, was passiert, wenn ich jetzt bei Skyway investiere? Zum Beispiel, ich nehme hier einen Beispielbetrag her, der nicht unbedingt der günstigste ist zum Investieren, aber man kann es gut rechnerisch darstellen. So, wir haben hier zum Beispiel, wir würden hier einen Wert nehmen von $200. Dann würde das Geld zu Skyway Capital gehen in unserem Fall. Es gibt drei Sammelstellen weltweit. Die Skyway Invest Group, die RSW System und die Skyway Capital. Und diese Skyway Capital konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den deutschsprachigen Bereich. Deshalb sind wir hier dabei. Und die versuchen natürlich immer mehr, sich an uns Deutsche anzupassen, damit wir es auch verstehen. Also bitte ein bisschen Verständnis, wenn das Deutsch etwas holprig ist in den Webseiten. Wer Englisch kann, dem empfehle ich, bleibt bei Englisch, das ist verständlicher. Und wenn nicht, man darf sich mal drüber amüsieren, aber Hauptsache ist, wir verstehen. So, die Gelder, die jetzt hier gesammelt werden von diesen drei Stellen, fließen dann zur Global Transport Invest Incorporation. Diese Stelle ist die ausführende Kraft, GTI kurz genannt. Hier befinden sich die Konstrukteure, das heißt ZAO, das Konstruktionsbüro für Stringtechnologie. ZAO ist einfach das russische Wort, das heißt die Abkürzung für das russische Wort dafür. Und die geben im Moment, das kommt auf die Phase drauf an, im Moment das Geld aus für die Errichtung des Öko-Technoparks. Das heißt für das Projekt und den Businessplan, der natürlich erstellt werden muss. Der ist hochinteressant und befindet sich auch aktuell jetzt in unserem Backoffice. Und zwar unter Dokumente, wo also Profil, wo unsere Daten drin sind, Dokumente unten drunter. Der letzte Teil ist der Businessplan. Dann für die Baugenehmigungen natürlich die Baubeschreibung, Grundstückserwerb und die ganzen vertraglichen Geschichten, was halt Anwälte und so weiter alles an Kosten verursachen, Notar, was alles so notwendig ist. Ganz klar. So, was passiert jetzt? Ich habe jetzt $200 investiert. So, wer gibt mir jetzt eine Garantie? Wer gibt mir einen Pfandschein dafür, für mein Geld? Ich habe Ihnen ja nur mein Geld geliehen. Und Sie arbeiten jetzt damit. Und der Garantiegeber ist die Unisky Corporation. Das ist nichts anderes als Unitsky mit seiner Firma, die die Patente halten. Und die Abwicklung des ganzen Prozesses, das macht die Vertragsfirma, die Eurasian Rail Skyway System Holding. Also die beiden zusammen sind im Prinzip der Sicherheitsgeber. Von ihnen bekommen wir als Pfandschein eben diese Zertifikate oder dieses Extrakt. Und so bin ich als Investor in unserem Beispiel mit 20.000 Aktien bestückt und bin dann der sogenannte Aktionär. Aber hier nur bei dieser internen, geschlossenen Aktiengesellschaft, nicht an der Börse. Bitte nicht verwechseln. Ja, bei einer geschlossenen Aktiengesellschaft, und das wird auch, ist auch geplant für nächstes Jahr schon, wird es dann einen internen Handel geben, aber es hat noch nichts mit der öffentlichen Börse zu tun. Aber auch dieser Weg ist natürlich geplant. Man spricht von 2018, kann aber auch länger dauern. Ja, spielt aber für uns als Investoren keine Rolle, denn da ist es interessant. Ich musste mich nicht ewig warten, sondern wie gesagt, es wird auch diesen internen Handel geben und somit habe ich keine Wartezeit wie bei normalen Start-up-Unternehmen von 3 bis 5 Jahren, sondern es kann schon viel schneller passieren. Die Garantie, wann es passiert, kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann Ihnen nur sagen, was geplant ist. Und die Planung ist für ab Sommer nächsten Jahres, rechnen Sie vielleicht eher mit Ende des nächsten Jahres. Weil dann sind Sie nicht enttäuscht, wenn es etwas länger dauert, dieser Prozess. Deshalb, wenn ich investiere, einen Betrag, bei dem, den ich im Moment nicht brauche. So in unserem Beispiel, $200, hätte ich einen Diskont von 1 zu 100. Diesen Begriff bitte auch merken. Das heißt nichts anderes, für einen Dollar bekomme ich 100 Anteile. Okay? $200 zu einem
ein Diskont von 1 zu 100, bekomme ich eben diese 20.000 Aktien. Und das steht natürlich hier auf diesem braunen Dokument, falls ich es kaufe. Ich muss es nicht zwingend kaufen, aber die meisten wollen es natürlich. Dieses Dokument dient mir dann auch als Pfandschein zusammen eben mit diesem Extrakt. Extrakt ist das Wichtigste überhaupt, da steht alles drinnen. So, und jetzt komme ich nochmal zu diesem Punkt. Wir erinnern uns an dieses Dokument, egal was der Share kostet. Jeder Share ist mit einem Dollar festgelegt in diesem Dokument. Deshalb ist das Wachstum bis zu einem Dollar steuerfrei. Wenn es natürlich dann mal die Aktie 10 Dollar wert wird, dann muss ich natürlich das, was üblich ist im Aktienmarkt, ab einer gewissen Summe das Ganze über einen Dollar bis zu 10 Dollar versteuern. Aber da gehen Sie bitte dann zu Ihrem Steuerberater, der kann Sie dann besser beraten. Ich bin nämlich kein Steuerberater. Aber den können Sie sich dann sicherlich auch leisten, wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt investieren. Wie gesagt, keine Wartezeit wegen diesem geplanten internen Handel. In unserem Beispiel würde das bedeuten, 20.000 Aktien bekomme ich für 200 Dollar. Ich ziehe die 200 Dollar ab, hätte einen Reingewinn bei nur einem Dollar Wert von 19.800. Diese Rendite bekommen Sie nicht häufig bei irgendwelchen Investitionen. Und die Renditen können auch noch lukrativer werden. Wir schauen uns jetzt hier mal ein paar Ratenzahlungspakete an. Links oben im Bild, das sind auf Wunsch die Kinderpakete. Das heißt, es wurden immer mehr der Wunsch geäußert, wie sieht es denn aus, wenn die Oma mal für ihr Enkel was kaufen möchte. Dann hat man diese Pakete hier geschaffen, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich habe zum Beispiel das hier für meine Kleine, die jetzt 10 ist, geordert, besser gesagt mein Mann. Und dieses Paket sagt nichts anderes aus. Es wird auf den Namen des Kindes, wenn es komplett bezahlt ist, ausgestellt und der Investor bekommt ein eigenes Schreiben. Er ist der Verwalter oder der Betreuer, bis das Kind 18 Jahre ist. Er kann vorher nicht verkaufen. Erst das Kind, wenn es 18 ist, kann dieses Aktienpaket verkaufen. Dadurch muss es natürlich teilweise länger gehalten werden und dadurch hat man natürlich hier auch sehr, sehr gute Konditionen. Dieses Paket ist natürlich etwas größer. Hier sind wir, glaube ich, bei 585 und hier bei 1350 insgesamt. Ist natürlich sehr, sehr lukrativ und auch die Rendite. Ist auch ein kleiner Beitrag für den Investor dabei. Auch er bekommt ein paar Aktien. Hier sind es, glaube ich, 5.000 und hier 10.000, die dann der Investor auch selber für sich noch als Zertifikat erhält. So, jetzt kommen wir zu den normalen, zu den Normalbürger, sage ich jetzt mal. Den Kleininvestor bewegt sich von 25 Dollar, 50 Dollar, 100 Dollar bis 200 Dollar monatlich. Und wenn ich im ersten Monat eine Doppelrate bezahle, es wäre auch in einem späteren Monat möglich, ich empfehle jedem, macht es sofort, dass es nicht vergessen wird, denn dann bekomme ich Zusatzshares. Im ersten Beispiel wäre es zum Beispiel zu den 26.000 nochmal 9.000 Anteile dazu. Und wenn man nur mit einem Dollar ausgeht, sind es 9.000 Dollar mehr. Beim zweiten sind es zum Beispiel 21.000 dazu. Oder hier gehe ich jetzt mal beim Tausender, sind es hier 60.000 dazu und hier 144.000 dazu. Jeder nach seinem persönlichen Geldbeutel, sage ich immer. Weil ich nenne mir das Beispiel, wenn einer sagt, das kann ich mir nicht leisten, es spielen viele Lotto, die in der Woche, was weiß ich, 10, 12 Euro ausgeben. Hier könnte ich für 25 im Monat wirklich einen kleinen Lottogewinn starten. Denn Lotto zu gewinnen ist sehr unwahrscheinlich. Das nur mal als Tipp für diejenigen, die nicht wissen, wie sie es empfehlen können. Und hier unten haben wir natürlich noch die größeren Pakete. Hier 500 mal 10 sind 5.000, hier 10.000 auf Raten, hier wären es 25.000 und hier 50.000 auf Raten. Und man sieht hier ganz deutlich, diese Diskontwerte steigen hier natürlich entsprechend an. Hier 1 zu 270, 1 zu 315. Hier zum Beispiel sind es 1 zu 235, hier 1 zu 141, hier 1 zu 205 oder ich weiß nicht ganz genau, irgendwas ein bisschen über 200 und hier 1 zu 305.
Je mehr, dass ich natürlich bereit bin zu investieren, desto besser und lukrativer wird der Diskont. Und wenn Sie hier investieren, lassen Sie sich bitte von Ihrem Empfehler gut beraten, denn da gibt es Unterschiede. Denn hier dieses Paket kostet insgesamt auf Raten 1800 Dollar. Zeige ich Ihnen ein anderes Paket. Hier dieses InnoTrans-Paket. Das InnoTrans-Paket ist sehr, sehr interessant, wer auf die Messe möchte. Der sagt, okay, ich investiere vielleicht gleich einen Tausender, möchte auf die Messe, dann bekommt man den Eintritt und auch für die Abendveranstaltung das Ganze umsonst. Ist ganz interessant, ich zahle auf einmal. So, kaufe ich mir das zweite Paket dazu, würde ich hier 270 bekommen plus 235. Ich muss es nicht. Ja, ich kann jedes Paket einzeln ordern. Wenn ich aber die Pakete bis zur Messe ordere, weiß ich, ach, jetzt habe ich nochmal, dann würde ich beim dritten 290 und beim vierten 300 bekommen. Also hier haben wir diese Steigerung. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich möchte nur eins und das zweite, weil die Steigerung ist, ist es vielleicht nicht interessant, ist es vielleicht interessanter, das Ratenzahlungspaket, das kann man ja auch auf einmal zahlen, wenn man möchte, zu kaufen. Denn da bin ich bei 549.000 Anteilen für 1800 und hier bin ich bei 505.000. Also bitte jedes Paket für sich genau anschauen und vergleichen. Und im Zweifelsfall mit uns oder mit Ihrem Empfehler, mit Ihrem Sponsor oder mit der Person, die Sie eingeladen hat, hier einfach beraten lassen. Und wenn die selber noch nicht so sattelfest ist, gern auf uns zukommen. Wir helfen gerne. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Etappen der Technologie oder ich spreche ja immer von der Phase. In jeder Phase hat man so spezielle Angebote. Das Ganze begann 1977, 78 mit der Entwicklung der Technologie. Erste Idee, dann die Entwicklung der Technologie und 2014 hat man dann angefangen, Gelder zu sammeln, erst um das Design zu entwickeln, was ich persönlich als sehr, sehr interessant finde. Und 2015 im Juli hat man dann angefangen, den Öko-Techno-Park zu bauen. Man findet auch in YouTube ein interessantes Video drüber, mit den einzelnen Zahlen, mit Bildern drüber. Wer interessiert ist, kann sich das gerne anschauen. Heute habe ich es im Vorfeld nicht gezeigt. So, und dann 2016, da bewegen wir uns jetzt, 2016 Richtung 2017. Wir befinden uns jetzt in der Fertigstellung des Parks. Also momentan wird Tag und Nacht und auch Wochenende gearbeitet. Es geht hier wirklich in die Vollen. Wir berichten ja auch immer wieder in Facebook drüber oder auch in den News hier, dann geht es als nächstes an die Demonstration und an die Zertifizierung. Und das soll eben jetzt gestartet werden, sodass nächstes Jahr die Markteinführung erfolgen kann. Und wir sehen hier unten, wir sind jetzt in der Phase 7. In der Phase 7 werden insgesamt 7 Milliarden Anteile verkauft. Hier steht Dollar. Wie gesagt, ein Anteil wird mit einem Dollar festgelegt. Deshalb hier 7 Milliarden Dollar Anteile. Aber wir zahlen nicht so viel. Ja? Wenn diese Anteile verkauft sind, ist die Phase 7 beendet. Ich habe hier einen kleinen Betrag dabei. Warum? Es gibt auch ganz kleine Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr auch 15 Dollar nur investieren. Dann würde ich für einen Dollar 36 Anteile bekommen. Natürlich die Rendite wesentlich geringer, wie wenn ich nur das kleinste Paket nehme auf Ratenzahlung mit den 250. Hier bin ich schon bei 141. 1 zu 141. Aber es ist alles möglich. Hier haben wir die einzelnen Phasen nochmal zusammengefasst. Also wir befinden uns jetzt in Phase 7 und kurz vor der Phase 8. Und dann kommt dann wieder die nächste Preiserhöhung. Achtung, wenn Sie sich entscheiden, dann warten Sie nicht zu lange. Die nächste Preiserhöhung kostet Ihnen nicht mehr Geld meistens, sondern jede Menge weniger Anteile. Das ist die Erfahrung seit der letzten Preiserhöhung. Und das ist wesentlich teurer, als wenn Sie jetzt sagen, Sie zahlen jetzt für ein Paket 1000 und dann zahlen Sie ab 1500. Wie wenn Sie jetzt sagen, ich kriege jetzt für 1000 235.000 und dann kriege ich bloß nur 180.000. Also das ist wesentlich teurer. In dieser Phase 1 bis 8 werden insgesamt 36 Milliarden US-Dollar oder Anteile verkauft. Insgesamt, wir erinnern uns, waren 60 Milliarden. Und je weniger Anteile, desto teurer wird es.
Die Prognosen sind, dass mit fortschreitendem Verkauf, dass wir beim nächsten Jahr, Ende des Jahres vielleicht schon ein Share 1 Dollar sind. Aber selbst wenn es nur ein Share 50 Cent, dann können Sie sich ausrechnen, wie lukrativ es jetzt im Moment ist. Weil dann können wir natürlich auch entsprechend, wenn wir möchten, wenn wir viele haben, im internen Handel schon wieder weitergeben. So, hier nochmal Bilder vom Ökotechnopark. Moment, bin wieder zu schnell. Hier haben wir das Bahnhofsgebäude, das hier vorne stehen wird. Hier die Trasse wieder, die Schnelltrasse. Hier ein Bild, wie die Schiene aussehen wird. Die Posten stehen ja alle. Man wird dieses System jetzt demnächst einbauen. Wer in Facebook die Bilder schon gesehen hat, wir haben diesen Lasertest schon gemacht in der Nacht, dass es alles auch gerade ist, damit eben diese Schiene hier eingesetzt werden kann. Vom Zeitplan her sieht es eher so aus, dass sie schon weiter sind als geplant. Also keine Verzögerungen. Und hier unten ist die Nahaufnahme, wie das Gebäude aussehen soll, das eben dann der Ausstellung dient. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil, zu unserem dritten Teil, die Neuigkeiten dieser Woche. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen zeigen.